Liebe Genossinnen und Genossen, vielleicht ein bisschen Ruhe, dann fange ich an. Liebe Genossinnen und Genossen, es herrscht Krieg in Europa und wir haben es gehört, Janine hat es in ihrer Rede gesagt, wir sind solidarisch mit der Zivilgesellschaft, die unter diesem Krieg leidet, und wir sind solidarisch mit der Zivilgesellschaft auf beiden Seiten. Und zu dieser Solidarität gehört auch, dass man klar sagt, Deutschland ist Kriegspartei. Die Bundesrepublik beteiligt sich mit Sanktionen, die vorwiegend die Menschen in Russland treffen, Menschen, die nicht in der Verantwortung sind für diesen Krieg. Die Herrschenden dagegen werden durch diese Sanktionen kaum getroffen. Die Bundesrepublik beteiligt sich an einem Wirtschaftskrieg gegen einen unserer wichtigsten Energielieferanten, dessen Konzerne wie Gazprom davon sogar noch profitieren. Und die Bundesrepublik liefert Waffen, die diesen Krieg und das Leid der Menschen damit in die Länge ziehen. Aber wir wissen doch, dass dieser Krieg nicht beendet werden kann mit Waffenlieferungen, sondern nur mit Verhandlungen. Und leiden, das tun unter der Politik der Ampel, das war eigentlich klar, auch die Menschen hier in Deutschland. Denn sie sind es, die tagtäglich dafür bezahlen müssen. Die Inflation liegt bei über 10% und frisst ein ganzes Monatsgehalt. Familien, Rentnerinnen und Rentner, Studierende, sie alle wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen. Es trifft Menschen, die nicht plötzlich arbeitslos geworden sind oder die sich irgendwie spontan dafür entschieden haben, eine Villa im Taunus zu kaufen, die sie sich gar nicht leisten können. Nein, es trifft Menschen, die Vollzeit beschäftigt sind. Genauso natürlich wie Erwerbslose, Studierende oder Menschen in Ausbildung. Aber es gibt auch einige wenige, die massiv am Leid der Mehrheit verdienen. Denn die Preise für Lebensmittel, für Strom- und Heizkosten, sie steigen nicht durch Zauberhand, sie werden erhöht. Während sich zum Beispiel Energie- und Rüstungskonzerne an dem Leid der Menschen bereichern, schaut die Bundesregierung einfach zu. Anstatt dass man diese Energiekonzerne irgendwie in die verstaatlicht oder ähnliches und die Rüstungsindustrie in zivile Produktion umwandelt oder diese Konzerne, die sich da bereichern, wenigstens angemessen besteuert, gibt es dafür irgendwelche lachhaften Entlastungspäckchen und ignorante Spartipps an die Bevölkerung. Und diese Tipps, die werden die Wohnzimmer im Winter nicht wärmen und die Mägen auch nicht füllen. In dieser Situation braucht es eine starke linke Kraft im Land, die an der Seite der Armen und der Ärmsten steht. Eine Linke, die zeigt, dass es eine Alternative zum Kapitalismus gibt. Ich wünsche mir, dass wir uns mit dieser Alternative wieder stärker beschäftigen und den Menschen sagen, wir wollen keine Kriege mehr, keine Ausbeutung, keine Unterdrückung. Wir wollen ein System, das ohne auskommt. Wir wollen den Sozialismus. Nur bis zur Überwindung dieses Systems müssen wir als Partei mit den Schwierigkeiten zurechtkommen. Dazu gehört auch, dass Inflation und Teuerung die finanzielle Basis unseres Landesverbandes treffen. Deshalb müssen wir in den Kreisverbänden und auf Landesebene mehr denn je gut haushalten. Wir müssen uns jetzt auch im Anblick schlechter Umfragen und auch schlechter Wahlergebnisse in Bund und Ländern auf das vorbereiten, was auch auf uns zukommen kann. Deshalb wird es für mich, solltet ihr mich heute wählen, eine zentrale Aufgabe sein, dass wir uns absichern, die Arbeit der Landesgeschäftsstelle absichern, die politische Arbeit im Landesverband und bei euch in den Kreisverbänden absichern. Und finanziell absichern heißt nicht, Geld beliebig auszuschütten. Das, liebe Genossinnen und Genossen, sage ich euch auch mit Hinblick auf Anträge an diesen Landesparteitag. Eine gut funktionierende Finanzorganisation ist für unsere Arbeit unabdingbar. Ich selbst war nie Kreisschatzmeister und hatte immer das Glück, als Kreisvorsitzender von Fulda oder jetzt als Kreisvorsitzender von Offenbach-Kreis mit erfahrenen Kreisschatzmeistern zusammenzuarbeiten. Für die große Aufgabe als Landesschatzmeister bin ich also auf die Unterstützung aller Kreisschatzmeister angewiesen. Das habe ich bei meiner Vorstellung im Landesfinanzrat auch angesprochen und da auch die Zusicherung der Unterstützung bekommen. Umgekehrt werde ich in Zukunft der Ansprechpartner in der Landesgeschäftsstelle sein und ich freue mich auf diese Zusammenarbeit. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass ich Angestellter der Landtagsfraktion bin. Das, liebe Genossinnen und Genossen, gibt mir auch die Möglichkeit, dieses Amt, das Amt des Landesschatzmeisters auszufüllen und kann als eine Verbindung zwischen dem Landesvorstand und der Fraktion dienen.
Natürlich, selbstverständlich, in meiner Freizeit. Genau, also unserem Landesverband möchte ich als Landesschatzmeister dienen. Meine Arbeit der letzten 4 Jahre im Landesvorstand möchte ich fortsetzen. Und ich möchte dafür kämpfen, dass die Linke in Hessen stark bleibt. Dafür bitte ich um eure Stimmen. Dankeschön. Applaus